20 Minuten später. Frau Staus? Ja. Hallo. Grüß hallo. Sie. Halli, hallo. Haben Sie meinen Mann endlich gefunden? Wir haben Ihren Mann wiedergefunden. Gott sei Dank, geht's ihm gut. Den Umständen entsprechend, sage ich mal. Sie können, was heißt das? Sie können auch gleich ins Krankenhaus und können ihn besuchen. Wir haben vorher nur noch mal ein, zwei Fragen an Sie. Ist in der Vergangenheit irgendwas Auffälliges vorgefallen? Müssen wir mit irgendwas arbeiten? Brauchen wir Informationen von Ihnen? Ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Er war ja auf einmal verschwunden. Er wollte weg und ist nicht mehr wiedergekommen. Ich sehe jetzt an Ihren Unterarmen und Ihrem Oberkörperbereich, Sie haben doch auffällige Verletzungen. Woher stammen die? Darf ich das fragen? Ich bin so ein bisschen tüdelig. Ich habe mich da mal hier und da in Ecken ein bisschen geratscht und so. Es hat einen Hintergrund, warum wir da so explizit nachfragen. Wenn es da eine Geschichte gibt, die wir hören sollten, dann macht es vielleicht Sinn, uns das zu erzählen. Auch wenn es unangenehm ist, aber dann lieber ein Ende mit Schrecken. Ja, wir also Schrecken. Haben halt ab und zu mal ein bisschen Streit und mein Mann ist halt ein bisschen impulsiv. Aber er macht das ja nicht mit Absicht. Er entschuldigt sich ja auch hinterher immer wieder. Wissen Sie, wie oft wir diese Geschichte schon gehört haben? Ja, aber es ist wirklich ich, so. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Und wie gesagt, mir tun immer alle Frauen leid, die das mit sich machen lassen. Er tut ja auch was dagegen. Was macht er denn? Er ist zu einer Selbsthilfegruppe jetzt gegangen. Na, offenbar in letzter Zeit nicht, weil da war er ja weg. Ja, aber er hatte sich da einen Flyer besorgt und ist da hingegangen. Das kann ich Ihnen auch zeigen. Nach dem Geständnis von Frau Staus, also Opfer häuslicher Gewalt zu sein, kriegen wir jetzt auch ganz gut den Haken geschlagen zum Fall Böhmer. Denn auch hier ist der Mann gerade verschwunden. Der Staus ist jetzt wieder aufgetaucht. Aber beide haben eine klare Botschaft erhalten. Und beide schlagen, ich sage das jetzt mal so drastisch, auch ihre Frauen. Das heißt, wir haben es hier vielleicht mit einem mutmaßlichen Rächer dieser Frauen zu tun, der halt sich im Recht sieht, hier die Interessen der Frauen wahrzunehmen. Kannst du mir mal raussuchen, wo die sich treffen? Hier steht einmal monatlich jeden ersten Sonntag. Ich fotografiere gleich mal ab und schicke dir den Flyer einmal rüber. Wie gesagt, das ist eine erste Maßnahme, die er getroffen hat. Ja. Ne, das ehrt ihn in diesem Fall auch. Was ihn nicht ehrt, ist das, was er mit Ihnen gemacht hat. Sie müssen immer bedenken, seien Sie stärker als die Gewalt. So, wenn Sie ihn jetzt besuchen wollen, er ist in der Uniklinik. Ja, ich würde gerne hin. Okay, ja? Gut, dann machen wir Sie auch nicht weiter. Guck mal, Paul, du hast mir doch vorhin das Bild geschickt mit dieser sogenannten Selbsthilfegruppe. Ich habe da mal ein bisschen im Internet nachgeschaut und ich habe hier was gefunden. Die Selbsthilfegruppe Hilflos, Hilfreich. Ich habe hier noch ein Bild gefunden von dem Leiter dieser Selbsthilfegruppe. Nennt sich Matthias. Aber der nennt sich nur Matthias? Nur Matthias. Was anderes habe ich momentan noch nicht. Also einen Nachnamen habe ich bis dato nicht gefunden. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich meine, wenn ich in Köln auf den Straßen bin, kommt mir fast jeder bekannt vor. Aber nur Matthias ist ein bisschen dürftig. Braucht man Nachnamen. Weißt du, wer das ist? Erkennst du ihn? Mhm. Wir haben noch den Passanten gehabt, der den Schilling aufgefunden hat, den Staus aufgefunden hat, vor der Wache. Pass auf. Wer war das? Hier. Ich habe deinen Ausweis fotografiert. Ja. Matthias Lobrecht. Lobrecht. Der hätte sich fast noch einen Orden dafür abgeholt, ne? Ist jetzt nicht ganz er, aber auf 100% war der das. Such mal bitte eine Adresse raus, wo er das macht. Möglich, dass auch Robert Böhmer die Selbsthilfegruppe für gewaltbereite Männer besucht hat. Die Beamten bestellen sofort die Frau des Vermissten und ihre beste Freundin Christina auf die Wache. Anna hatte bislang abgestritten, dass ihr Mann sie schlägt. Das, was sie einfach wissen müssen, ist, dass wir ihnen wirklich nur helfen möchten. Und wenn ich mir mal jetzt ihre Arme hier anschaue, also ich sehe ja auch als Frau, dass sie da nicht tollpatschig sind, sondern dass es Gewalt ist, dass sie geschlagen werden. Also, es ist schon so, dass man mich manchmal schlägt, aber ich bin da auch selber schuld. Also ich bin ja von. Stopp, nein, das ist eine ganz falsche Richtung. Also wenn Sie sagen, dass Sie von Ihrem Mann geschlagen werden, dann sind Sie definitiv nicht dran schuld. Fällt Ihnen vielleicht irgendwas ein, was irgendwie in letzter Zeit komisch war mit dem Robert Böhmer oder auch im Verhältnis zu seiner Frau? Vielleicht haben Sie auch irgendwas gefunden. Denken Sie noch mal nach. Ja, also ich habe in der Tat was gefunden. Ich habe das auch mitgebracht. Ich zeige Ihnen das gerne mal. Moment. Ich habe hier einen Flyer gefunden. Ist das außergewöhnlich? Und ja, also der Flyer bestätigt das, was ich Ihnen gesagt habe. Also das ist so ein bisschen
mit häuslicher Gewalt rechne. Also der lag halt. Den haben wir so genau schon mal gesehen. Nach den Aussagen von Frau Böhmer und von Frau Mendel wissen wir, dass auch Herr Böhmer seine Frau schlägt und auch in die gleiche Selbsthilfegruppe geht wie schon Herr Staus zuvor. Letztendlich laufen alle Fäden genau da zusammen. Und nach den Informationen, die wir jetzt gewonnen haben, wollen wir zügigst diese Stelle anfahren, wo die ihre Treffen abhalten. Aktuell gehen wir sogar davon aus, dass der Herr Böhmer noch vor Ort ist, beziehungsweise wahrscheinlich gerade auch noch mal trätiert wird. Aber das müssen wir uns näher angucken. Die Beamten vermuten, dass der Leiter der Selbsthilfegruppe Matthias Lobrecht Frauen rächt, die von ihren Männern geschlagen werden. Im Sportstudio machen sie in einem herrenlosen Rucksack den entscheidenden Fund. Tja, damit dürfte eins feststehen. Der hat den Böhmer. Absuchen. Der hat den Böhmer. Stefan Sendera und Paul Richter glauben, hier den vermissten Robert Böhmer zu finden, der in seinem Haus brutal attackiert und verschleppt wurde. Der Mann dürfte dringend medizinische Hilfe benötigen. So, die Polizei, einmal aufstehen und die Hände zeigen. Aufstehen und die Hände zeigen. Keine Metze mal. Los, lass es fallen da. Und die Flächen, Handflächen will ich nicht sehen. So, ganz locker bleiben. Ich drehe es von hinten an Sie ran. Und dann werde ich Ihnen Handfesseln anlegen. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Ja? Alles gut, ich habe nichts gemacht. Ja, den Eindruck habe ich aber nicht. Drehen Sie sich einmal um. Herr Lobrecht, was ich aber von Ihnen schon mal wissen will, wo ist der Herr Böhmer? Wer? Herr Böhmer, jetzt tun Sie nicht so, als hätten wir 10 Kilo Zwiebeln in den Ohren. Wir haben seine Personalien hier gefunden. So, stehen bleiben? Sein Ausweis ist hier, sein Portemonnaie ist hier, alles ist hier. Ich habe keine Ahnung, von wem Sie da reden. Und was ist das hier alles? Das ist bestimmt kein Kinderspielplatz. Das sind Folterinstrumente. Jeder, wie er es verdient. Die Polizisten müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Nach wie vor fehlt jede Spur von Robert Böhmer. Und Matthias Lobrecht schweigt beharrlich darüber, wohin er den 30-jährigen Elektriker verschleppt hat. Gutes Gefühl habe ich nicht. Schau mal seinen Schlüssel. Wovon? Von seinem Auto, glaube ich. Auf jeden Fall ein Schlüssel dabei gehabt. Welches ist denn sein Auto? Ein Mercedes. Der einzige Mercedes, der hier steht, ist der hier. Ups, falscher Knopf. Mal gucken gehen. Hey! Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Warte, ich gebe dir ein Messer. Ganz ruhig, ganz locker. So, ganz ruhig bleiben. Pass auf, dann gehe ich noch mal zu dem Lobrecht. Der soll mir noch mal ein paar Antworten geben. Komm, zieh mich raus hier. Geht das? Sehr gut. Jetzt haben wir die Füße. Ich glaube, was Sie machen, das geht so im privater Rächer. Bitte jetzt sagen Sie mir doch, warum Sie das gemacht haben. Wissen Sie mir, ich habe jahrelang mit angeschaut, wie mein Vater meine Mutter geschlagen hat. Diese Frau hat nie Gerechtigkeit erfahren. Der Typ und auch der andere haben genau das gekriegt, was sie verdienen. Ich habe eine Selbsthilfegruppe gegründet. Extra zu dem Zweck, dass ich mir so ein paar von den Jungs mal raushole und mal so ein bisschen hier das nachhole, was die Polizei, was das Gesetz versäumt. Dieser Typ da, der hat mich niedergeschlagen zu Hause. Irgendwann, ich bin ohnmächtig geworden. Und in irgendeinem Raum, Folterraum, aufgewacht. Da waren wir gerade drin, ja. Ich war ohnmächtig, ich weiß nicht, wie lange es her ist. Der hat mich ständig verprügelt, geschnitten. Unfassbar, ich habe überall Schmerzen. Ja, der Herr Lobrecht, der wird jetzt zur Wache verbracht. Man muss sagen, der hat einen extremen Hass auf Männer, auf Ehemänner, wahrscheinlich auf alle Männer, die ihre Frauen schlagen. Das kann ich auch verstehen, da bin ich auch genau bei ihm. Nur irgendwann ist eine Grenze erreicht und ab da übernimmt die Polizei, ab da übernimmt der Rechtsstaat. Und was er gemacht hat, er bringt sich selber in Schwierigkeiten und hinter Schloss und Riegel. Anna findet den Mut und trennt sich von Robert. Melanie hingegen will ihrem Mann noch eine letzte Chance geben. Matthias Lobrecht muss sich wegen schwerer Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten.